willkommen zurück zu diesem kleinen HTML-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Basic-HTML-Seite erstellen könnt. Heute machen wir es noch komplett ohne CSS. In nächsten Wochen kommt aber das dann auch, wo man eine vernünftige Internetseite dann erstellt, schön mit CSS-Design und sowas. Aber was das ist, das erkläre ich euch in einem weiteren Video. So, als allererstes müsst ihr das hier eingeben. Und da, wofür das ist, das erkläre ich euch auch sofort. Damit öffnet man die HTML-Datei und damit schließt sie wieder. Schließt man sie wieder. Mann, heute mein ist mein Deutsch richtig gut. Ja, auf jeden Fall, hier gehen wir halt so Sachen ein, die man halt haben will. So, als allererstes schreiben wir dann erstmal: Hallo, Komma, dies ist ein Test. Ausrufzeichen. Dann BR für Umbruch, beziehungsweise Zeilenumbruch. Ja, Umbruch, ja. Also das heißt halt Break, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, dann geben wir halt hier noch irgendwas ein. Zum Beispiel jetzt machen wir einen HTML-Code. Ist gleich. Und ja, in den Videos nehme ich meistens das Beispiel jetzt google.com. Und dann das. Dann kann man hier jetzt noch einen Text eingeben, was da halt stehen soll. Da gehen wir halt jetzt ein. Google Link. Dann müssen wir das machen. Weil das A ist halt so, ja, eine Aufforderung für einen Code. Ist schwer zu erklären halt. Und vor allem hätten wir halt jetzt hier den Code. Jetzt machen wir noch den Zeilenumbruch wieder. Und ja, was könnte man denn noch schreiben? Dies ist ein sehr informationshaltiges Video. So, dann gibt es noch den Befehl slash p vor allen Dingen. P. Das, wofür das ist, zeige ich euch gleich auch. Das ist halt so Paragraph. Dann zeige ich euch gleich und dann sage ich es direkt. Was eine Logik. Dann gehen wir halt hier jetzt ein. Zum Beispiel willkommen auf meiner Seite. Und jetzt nehmen wir wieder BR. So, das speichern wir mal kurz und öffnen das Index. Wie man halt jetzt sieht, hier ist dieser Zeilenumbruch. Und würde ich jetzt hier drunter weiterschreiben, da braucht man eigentlich das BR gar nicht. Oder? Doch. Ach, ich schlafe heute wieder. BR. Und dann hier Hallo, speichern und das hier nochmal aktualisieren. Naja, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall ist es halt dann hier so ein Paragraph und den schließt man nachher wieder mit. Das habe ich nicht gerade vergessen. Slash p. Speichern. Das meine ich das. Genau. Und jetzt sieht man hier noch einen Paragraphen. Und da ich hier Zeilen, da ich hier br nämlich noch drin habe, ist das noch ein bisschen größer. So, ist das viel besser. Ja, das ist halt jetzt so das Erste. Wenn man hier auf Google-Link klickt, kommt man auf Google. Und ja, das ist halt jetzt, der, wie versprochen, href. Haben wir ja hier. Und Basic-Seite. Das ist halt, ja, das Erste Basic. Und falls ihr zum Beispiel manche Befehle nicht wisst, könnt ihr hier auf Google gehen und auf self. HTML.org. Da war ich gerade mir auch schon darauf und haben erst ein bisschen angeguckt. Und ja, dann hat man dann. Muss mal selbst gucken, wo das war. Auf jeden Fall hat man dann halt hier die HTML-Sachen irgendwo. Die ganzen Befehle. Was? Doku? Ich bin gerade unsicher. Genau, hier Doku und dann halt hier so Elemente. Und dann sieht man halt hier die ganzen Sachen. HTML, Head, Body und so. Aber dazu kommen wir halt noch in einem anderen Video. Aber den Title-Befehl, den könnten wir jetzt schon mal machen. Meta hatten wir ja schon.
Und Link, und so komme ich in anderen Formularen, weil ich hier Formulare gelesen habe, in einem anderen Video nochmal auf zu. Und ja, was könnte man noch machen vielleicht? Nehmen wir mal vielleicht. Ja, nehmen wir erstmal nur das. Halt steht hier nochmal der ganze Befehl. Und den kopiere ich mir mal kurz und füge den hier oben ein. Und wenn wir jetzt unsere Seite aktualisieren, sieht man hier oben Self-HTML Seitentitel. Dafür ist halt Title, sagt ja auch der Name eigentlich, Title, Titel, wie auch immer. Dann halt Style ist halt für die ganzen stylischen Sachen. Und ja, das war's eigentlich von diesem Video. Im nächsten Video kommen wir auf die HTTP 404 Fehlerseite. Und das, worauf ich mich richtig freue, ist halt eingebettet für Videos und Seiten. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.